ein wundervoller Sonnenaufgang, Reggie. Erinnert mich ans gute alte Indien. Ihr habt ja so recht, Euer Lordschaft. Man riecht förmlich den Currygestank. Porridge zum Frühstück, Euer Lordschaft? Das ist eine gute Idee, Reggie. So, du wunderbare Sonne, Fork Cheese. Was war denn das, Reggie? Das war ein äußerst seltsamer Vogel, glaube ich, Sir. Wieso sollte Matussi Winnetou und Shatterhand Glauben schenken? Weil wir die Wahrheit sagen. Die Siedler haben versprochen, sich nicht für Matussis Angriffe auf ihre Häuser zu rächen. Wenn ihr eure Waffen niederlegt, gibt es Frieden für alle. Was ist passiert? Die Siedler wollten mich mit einer Zauberwaffe erschießen. Aus ihr kommt Feuer hell wie die Sonne. Feuer hell wie die Sonne? Das muss ein Irrtum sein. Ich habe noch nie von solch einer Waffe gehört. Wie dumm von euch, Matussi, zu belügen. Jetzt werden wir die Siedler angreifen, wie noch niemals zuvor. Ergreift sie! Ergreift sie! Wir müssen springen. Das sehe ich auch so. Vergesst es. Wir müssen die Zauberwaffe finden, die Feuer hell wie die Sonne schießt. Pferdensucher müssen Sie hier draußen ja viele Abenteuer erlebt haben, Sir. Ja, kann man wohl sagen. Einmal habe ich die Rockies auf einem riesigen, einäugigen Büffel überquert. Das ist ein Witz. Nein, Sir. Es war mitten im Winter und wir hatten so etwa 153 Grad unter Null. Na, komm weiter! Da drüben! Das sind Shatterhand und Winnetou, wenn ich mich nicht irre. Von denen habe ich gehört. Die sind hier draußen sowas wie lebende Legenden. Und zwei meiner besten Freunde. Was führt euch beide hier raus? Matussi ist wieder auf dem Kriegspfad. Diesen widerlichen Mistkerl würde ich gern mal in die Finger kriegen. Wir werden mit euch reiten, bis ihr euer Nachtlager aufschlagt. Winnetou reitet vorweg und ich halte euch den Rücken frei. Ist dieser Matussi wirklich so gefährlich, wie alle sagen, Sam? Er ist gemein wie ein Beutel voller Klapperschlangen. Lass uns von hier verschwinden. Auf geht's, Freunde! Skies are not cloudy all day, for seldom is a herd. A discouraging word, Euer Lordschaft. Oh, sehr gut, Reggie. For seldom is a herd, a discouraging word. Ich habe ja schon eine Menge Trottel auf Pferden gesehen, aber ihr beiden seid die absolute Spitze. Sei gegrüßt, mein lieber Freund. Vielleicht kannst du uns ja sagen, wo wir hier eine Tasse guten englischen Tee finden können. Der einzige Drink, den ihr hier in der Gegend kriegt, ist ein Whisky in Mother Six Saloon. Natürlich, Reggie. Und dort finden wir auch den Scout, den wir brauchen. Passt gut auf euch auf. Yeah. Das ist nicht die Teegesellschaft, die ihr gewohnt seid. Meine Lordschaft hat nichts zu befürchten. Ich bin sehr versiert in der Boxkunst. Na schön, wenn du meinst, stolzer Reiter. Tante Peter wird sich freuen, wenn wir mit so vielen Kräutern zurückkehren. Vorsicht vor dem Busch! Von dem bekommt ihr ein Jucken, als ob ihr Flöhe hättet. Kein
keine Angst. Wenn du nur daran schnüffelst, passiert nichts. Da kommen Winnetou und Shatterhand. Ich gehe sie kurz begrüßen. Wenn ihr mitkommen wollt, müsst ihr schnell sein. Da ist Shoshi. Gefährlich für sie, hier rumzureiten. Ich glaube, sie hat vor nichts Angst. Shoshi sollte nicht hier sein. Ich habe nur Kräuter für Kante Peter gepflückt. Matussi ist wieder auf dem Kriegspfad. Ich habe keine Angst vor Matussi. Dummes Geschwätz. Winnetou will, dass Shoshi... Wartet. Was ist denn? Die Vögel in den Bäumen sind still. Oh. Baut eine Wagenburg auf! Schön knapp, wenn ich mich nicht irre. Schuss, Shatterhand! Kann man wohl sagen. Matussi ist abgezischt wie ein geprügelter Hund. Aber er wird uns noch mehr Ärger machen. Da hast du recht. Ich muss die Leute in der Stadt warnen. Ich dachte, du hättest kein Glück beim Würfeln. Ich habe vorhin von der Tanzstunde geredet, nicht vom Würfeln. Und jetzt sieh dir das an. Du spielst falsch! Ah, hör mit deinen Chips! Passt auf Santa auf, er ist ein Betrüger! Glaub dir kein Wort, dieser Mother Thick! Und jetzt gib mir deine Chips! Ah. Du da mit dem komischen Hut! Hat deine Mami dich so angezogen? Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Meine Lordschaft trägt die Uniform der königlich-britischen Expeditionsgesellschaft. Wenn du mich fragst, der sieht aus wie ein ausgestopfter V. My lady. Yes, ma'am. Wir sind extra ganz aus England angereist, um Ihre berühmten Wildwest-Legenden zu fotografieren. Und wir sind auf der Suche nach einem Scout, der uns alles zeigen kann. Wenn Sie nach Wildwest-Legenden suchen, sollten Sie Old Shatterhand und Winnetou kennenlernen. Wir haben schon eine Menge aufregende Geschichten von den beiden gehört. Leider weiß ich nicht, wo die zwei zurzeit stecken. Ich bringe euch zu einem indianischen Häuptling, der eine wirkliche lebende Wildwest-Legende ist. Eine Fotografie von einem legendären Indianerhäuptling machen zu können, wäre großartig. Das wird aber nicht billig. Keine Sorge wegen des Geldes. Reggie, gib dem guten Mann eine kleine Anzahlung. Wie Sie sehen können, haben wir genug Geld für 100 Scouts. Ihr braucht nur einen. Mich. Wenn Santa euch zu diesem hinterhältigen Matussi bringt, solltet ihr besser gut aufpassen. Ja, tatsächlich. Falls es irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte, haben Sie mich ja. Auf geht's! Lassen Sie mich los, was soll denn das? Da gehen Sie hin, der Gute, der Böse und der Kleine. Ich protestiere. Und dann habe ich ihn gefragt, für wen er mich eigentlich hält. Aber... Wer sind denn diese komischen Männer dabei, Santa? Lord Castlepool aus England und sein Diener. Sie wollen Fotos machen von Wildwest-Legenden. Wildwest-Legenden? Ich habe ihnen von Shatterhand und Winnetou erzählt, aber Santa hat sie überredet, Matussi aufzufinden. Matussi ist ein übler Halunke und keine Wildwest-Legende. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mir auch nicht, aber ich konnte sie einfach nicht davon abbringen. Wo willst du hin, Abel Frank? Wenn Sie wiederkommen, um ein Foto von einer echten Wildwest-Legende zu machen, will ich gut aussehen. Ich kaufe mir neue Stiefel. Und ich sollte mir einen neuen Hut anschaffen. Wildwest-Legenden.
Findest du nicht, dass ich mit meinem neuen Hut noch verwegener und hübscher aussehe? Er verdeckt dein Gesicht und das gefällt mir am besten an ihm. Ich hoffe, die ganze Mühe ist nicht umsonst und das Foto wird gut. Hi. Diese Stiefel muss ich unbedingt wieder loswerden, bevor sie mich noch umbringen. Das gleiche gilt für diesen idiotischen riesigen Hut. Wieso habt ihr euch denn das gekauft? Hier ist so ein englischer Kerl, der Fotos von Wildwestlegenden machen will. Und da wollten wir uns ein bisschen aufhübschen. Du wirst es nicht glauben, aber Santa hat diesen Engländer doch tatsächlich dazu überredet, Matosi zu besuchen. Sie sind heute Morgen losgeritten. Matosi ist doch wieder auf dem Kriegspfad. Davon hatten wir keine Ahnung. Und ich bin mir sicher, der Engländer hat davon auch keine Ahnung. Ausgezeichnet, liebe Freund. Und jetzt bitte nicht bewegen. Es läuft alles wie geschmiert. Ja, Boss. Sagen Sie, Mr. Santa, haben Sie diese beiden, Old Shatterhand und Winnetou, jemals kennengelernt? Ich habe von ihnen gehört, aber sie machen nichts als Ärger. Ja, nichts als Ärger. Aber wir haben gehört, dass Shatterhand und Winnetou wieder Wind reiten und wie wirkliche Helden kämpfen. Wenn ihr nicht aufhört, dauernd von den beiden zu faseln, dann lasse ich euch zum Braten hier. Ja, Braten. Was hältst du von einer Mittagspause? Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Aber ich hab Hunger. Was hat mein Bruder für Pläne? Santa hat einen englischen Lord dazu überredet, Matosi zu besuchen. Er ist Fotograf und entweder wird er gerade von Santa ausgeraubt oder Matosi schneidet ihm die Kehle durch. Ein Fotograf benutzt doch Blitzpulver. Das muss die Zauberwaffe sein, von der Matosis Krieger gesprochen hat. Wir teilen uns besser auf. Mal sehen, ob wir ihre Spur in der Prärie finden können. Winnetou und ich überprüfen den Box Canyon. Wenn wir noch ein kleines Stückchen weiter im Box Canyon sind, dann werden wir zuschlagen, klar. Sir, ich muss schon sagen, ich mache mir ein wenig Sorgen wegen Mr. Santa und seine zwei, Blödmänner. Seit einer ganzen Weile starren sie immerzu auf unsere Geldtasche. Keine Ernst, alter Knabe. Genieß lieber die Atmosphäre des Wilden Westens. Wir stecken in einer Sackgasse. Sieht nur, Reggie, was für eine einmalige Aussicht. Das muss ich fotografieren. Soll ich die üblichen Vorkehrungen treffen, Sir? Damit kommen wir zum Höhepunkt unseres kleinen Ausflugs. Und jetzt her mit der Geldkassette, aber schnell. Ja, die Geldkassette. Ich bitte um Verzeihung. Sir, der Tee ist serviert. Hä? Huh? Tatsächlich schon 5 Uhr. Ha, danke, Reggie. Aber ich behaupte euch gerade, ich hab die Knarre auf euch gerichtet. Tee wäre jetzt gar nicht mal schlecht, Boss. Wir wollen das Geld klauen, Idiot. Ich kann dieses unhöfliche Benehmen von Mr. Santa auf keinen Fall tolerieren. Was soll denn das jetzt? Sie wohl die Freundlichkeit, das Geld sofort wieder zurückzulegen, Sir. Ein fabelhafter Tee, muss ich sagen, Reggie. Wirklich ganz einmalig. Hier machen wir Halt. Die Suche nach der Zauberwaffe hat Matosi sehr hungrig gemacht. Und du wirst uns was zu essen jagen. Eine alte Dame auszurauben. Was ist denn passiert und was waren denn das für Schüsse? Die Zauberwaffe! Kein
keine Bewegung, habe ich gesagt. Wir werden keinen Ärger machen, ehrlich. Großartige Leistung, Reggie. Ich bin sicher, die Queen wird dir dafür einen Orden verleihen. Sir, ich bin viel zu bescheiden, um einen Orden für außergewöhnliche Klugheit und Mut anzunehmen. Ich habe nichts weiter als meine Pflicht getan. Da ist die Zauberwaffe. Mit dieser Waffe wird Matussi Donner und Blitze erzeugen. Und dann werden alle furchtbare Angst vor ihm haben. Bereit zum Schuss, würde ich sagen. Na schon, ich bin bereit. Sehr freundlich von dir, Reggie. Bitte gib mir doch die Streitwaffe. Ja? Reggie, was ist denn? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir einen andersrum vorgestellt wurden. Oder sind wir? Matussi ist der größte, mächtigste und stärkste Indianerhäuptling, den es je gab. Und Matussi wird sich diese Zauberwaffe nehmen. Hände weg von meinem Kamera, Sir. Matussi will die Zauberwaffe. Du wirst Matussi zeigen, wie man die Zauberwaffe benutzt. Sie sind sehr unhöflich, Sir. Ich kann dir zeigen, wie sie funktioniert, Partner. Wieso sollte Matussi dir vertrauen? Weil du mir aus der Klemme geholfen hast, werde ich mich damit revanchieren. Du bekommst die Zauberwaffe, naja, und ich werde, bescheiden wie ich bin, nur die Geldkassette nehmen. Sie die Zauberwaffe und die Geldkassette. Das könnt ihr doch nicht machen. Seine Lordschaft ist noch nie irgendwo ohne mich hingegangen. Wir müssen hier weg, bevor uns die Geier zum Abendessen verspeisen. Lasst mich nachdenken. Wie hast du... Oh, vergiss es. Hauen wir ab. Gut gemacht. Hey, und was ist mit mir? Das ist jetzt allein deine Sache, Kleiner. Haut ruhig ab, nur zu. Ich halte die Ohren steif und komm schon durch. Du dämliche, blöde Geier! Wenn du es wagst, Reggie anzuknabbern, wirst du schon sehen, was passiert. Auch das noch! Gerettet. Wenn wir zu eurem Zeltlager kommen, dann werde ich dir gleich alles Nötige zeigen, was du wissen musst, um mit der Zauberwaffe schießen zu können. Matussi kann Santa nicht vertrauen. Wenn du mir Ärger machst, wird es dir leid tun. Wenn du mir nicht vertrauen kannst, wie denn dann? Tut mir sehr leid. Das hier... Als Lord Castlepools Diener bestehe ich unter allen Umständen darauf, euch zu begleiten. Aber die Abkürzung, die wir nehmen müssen, ist ziemlich riskant. Ich bin sehr versiert, was riskante Unternehmungen anbelangt. Also meinetwegen, auf geht's! Die Gewässer sind gefährlich. Gefahr, müssen Sie wissen, ist mein zweiter Name. Na schön, aber bleiben Sie dicht hinter uns. Ein bisschen Bewegung wird mir gut. Schön vorsichtig. Junge. Sie dürfen nicht ausrutschen. Keine Angst, ich bin sehr versiert. Was? Wie ich schon sagte, ich bin sehr versiert. Wenn dir dein Leben lieb ist, wirst du Matussi verraten, wie die Zauberwaffe funktioniert. Oh nein, ich werde nicht dergleichen tun. Ich werde es tun. Und um zu beweisen, dass sie funktioniert, kannst du sie ausprobieren an diesem eingebildeten Affen da. Eine sehr gute Idee. Binde das Bleichgesicht los und bringt es hierher. Matussi ist ein großer Narr, wenn er Santa glaubt. Niemand nennt Matussi einen Narren. Fertig? Einen Augenblick noch, ein bisschen Pulver und bald wird die Geldkassette mir gehören. Seine Finger scheinen im Moment
nicht alle im Lager zu sein. Dann sollten wir schnell zuschlagen. Gut, denn meine Knie zittern ganz schön. Runter! Keine Sorge, euer Lordschaft. Ich und ein paar Wildwest-Legenden werden euch sofort retten. Ergreift sie! Mit all dem Pulver werden sie sich selbst in die Luft jagen. Schließen wir lieber die Augen. Tja, jetzt müsste die Zauberwaffe nur noch abfeuern. Macht euch bereit, vor euren Schöpfer zu treten. Nur eine Sekunde, ich tue mein Bestes, um eure Lordschaft zu befreien. Gott sei Dank! Meine Kamera hat das alles überlebt! Die Geldtasche ist weg, euer Lordschaft! Santa. Endlich habe ich sie. Kleiner Irrtum. Nicht nur, dass wir unser schönes Geld wieder haben. Ich habe auch noch ein paar echte Wildwest-Legenden, die ich fotografieren kann. Yeah.